Zeige ich euch, wie man Batterie austauschen kann. Auf jeden Fall ist hier im Hintergrund sind 2025er Batterie drin. Hier steht es dran. 2025. Und ich habe jetzt in meinem Pack sind keine 2025er mehr da, die sind leer. Die 2025 sagt aus, das da, ne? Die Breite sagt diese 20 aus. 20. Dieser Teil. Und diese 25 ist, wie dick das ist, wie hoch es ist. Jetzt hat es ja hier unter diese 20er, auch diese hier. Und ich nehme jetzt die 2032er, die sind ein bisschen dicker. Nehmen wir die, schmeiße die 25er raus. Die hier. Wenn man sich jetzt anguckt, man sieht, dass die ein bisschen dicker sind. Jetzt kommt es nur darauf an, der Kontakt muss mit dem und der mit dem jetzt gleich sein. Das heißt, wir schieben die rein. Mach den Deckel rauf, solange der Deckel noch rauf geht. Und das Gerät geht wieder. Hier kann man dann ein Gerät reinstecken und kann einen Time generieren. Geht also wieder. Von daher kann man die austauschen.